Oh. Geh weg da, du doof. Ich sehe wenigstens deine Lebensleiste noch. Dich zwar nicht, aber deine Lebensleiste. Ah, da ist er ja wieder. Kommt jetzt näher gelaufen. Yep. So. Wunderbar. Ja, wir laufen hier gerade total durch, sammeln hier so ein paar Waffen, Granaten, etc. Kriegen dann auch noch gleich unsere Ego-Fertigkeit. Mehr dazu sehen wir aber sowieso gleich. Deswegen hüpfe ich einfach mal und mache den hier tot. Pannen. Oh, zwei Schuss. Na gut, soll mir auch recht sein. Und hier sollte unsere Granate liegen. Die nehmen wir auch direkt mal mit. Hallo Granätchen. Na? Diese Vorratskapsel enthält Granaten. Schnapp dir eine und rüste sie aus. Ich denke, du weißt, wie das funktioniert. Zieh den Stift, wirf und mach dich aus dem Staub. Wer schreit mich hier an? Hier, Granate. Bam. Sieht man links unten hat ein kleines Cooldown. Bis sie wieder einsatzbereit ist. Entferne dich nicht so weit von meiner Projektion. Wir müssen noch ein paar Subroutinen kalibrieren. Ja, chill. Chill deine Projektion. Auf M hat man eine Karte. Kann man sich so das Tutorialgebiet ansehen. Kommt man, glaube ich, nicht mehr hin, ne? Auf L das Loadout, kann ich auch kurz mal erklären. Primäre Waffe kann man auch tauschen, ne? Also man kann, ich könnte jetzt auch genauso die Schrotflinte als erste Stelle haben und dann die Pistole. Man kann auch zwei größere Waffen ausgerüstet haben ohne Probleme. Man hat später eine Fähigkeit, das ist die nächste Quest, die wir lernen. Und dann kann man noch da im Skillbaum einzelne Perks freischalten, die man noch dazu zusätzlich darauf hinskillen kann. Fahrzeuge gibt es auch noch später und Titel sollte ich auch noch keinen haben. Okay, dann habe ich eben keinen. Gut, dann schauen wir doch mal hier rein. Oder mal schauen die Quest eher an. Hallo Quest. Wir sind ausgerüstet. Jetzt ist es an der Zeit, deine Ego-Fähigkeiten zu trainieren. Schließe dein Training ab, während Ego seine Aktivierung und Integration in deine Physiologie abschließt. Whatever. Hi. Wir fangen mit Tarnung an. Sie macht dich für Gegner unsichtbar. Nutze diese Fähigkeit, um dich hinter die Projektionen zu schleichen und anzugreifen. Jetzt testen wir die Überladenfähigkeit. Damit richtest du deutlich erhöhten Schaden beim Gegner an. Schieß auf die Projektion, während Überladen aktiv ist. Jetzt aktiviere ich die Köderfähigkeit. Damit erzeugst du eine Projektion, die aussieht wie du und den Gegner ablenkt. Schalte die Projektionen aus, während dein Köder sie ablenkt. Die Fähigkeit Bionischer Sprint ist aktiv. Damit können wir uns extrem schnell bewegen und im Nahkampf stärken. Rase auf die Projektionen zu, während die Fähigkeit aktiv ist und lande mit Kampfangriffe. Sehr gut. Wähle eine Ego-Fähigkeit, damit ich sie integrieren kann. Dann öffnen wir unser Ego-Raster und nehmen einfach die plus 10% Schadenfähigkeit. Ich denke, das ist ganz angenehm für den Anfang. Aggressives Vorgehen. Das gefällt mir. Das ist schön, dass es dir gefällt. Und man sieht, man kann sich halt denn hier... Power-Level braucht man 150. Ist nicht so viel, wie es klingt. Nein. Ich stelle es durch. Okay, dann mach das. Ich brauche hier unten Hilfe. Die Mutanten scheinen sich zum Angriff zu sammeln. Oh nein, wir müssen ihr helfen. Oh nein, wir müssen ihr helfen. Steht das so auf dem Papier? Ja, tut eh so. Okay, ey, Mr. Käfer, gehen Sie mir aus dem Weg. So, wo war ich gerade dabei? Ach ja, ich war gerade beim Skillbaum. So, hallo. Pro Power Level. Oder um es noch simpler zu erklären. Links oben seht ihr diese 10. Diese 10 ist mein Ego-Level. Das ist nicht mein Power-Level. Ob das Power-Level irgendwo fest angezeigt wird, weiß ich nicht. Aber pro Power-Level, das man erreicht, das ist, wenn diese untere Leiste hier einmal voll ist. Kann ich das eigentlich mit dem Tutorial-Gegnern schaffen? Ich glaube nicht. Nach dem Ende vom Tutorial sollte ich Level 2 sein, aber auch ohne hier irgendwas großartig zu töten. Das Power-Level, pro Power-Level kriegt man einen dieser Skill-Punkte, die kann man in den Baum setzen. Und man steigt meistens 10 Ego oder sogar mehr, 10 Ego-Level plus immer auf, wenn man ein Level hat. Ein Power-Level. Also ein Power-Level sind auch 10 Power-Level. Aber das sind wirklich immer 10. Und das Ego-Level ist irgendwie immer mehr als 10. Warum? Ich verstehe es nicht.
weil das in keinster Weise erklärt wird. Aber wie man mit einer Waffe schießt, wird erklärt und wie man Fähigkeiten einsetzt. Aber das komische Display in keinster Weise. Na gut. Was ich zudem noch weiß, ist zum Beispiel, dass mein Charakter mit hat ja Ego Level 246 oder so. Und der ist immer noch genauso stark wie dieser hier. Es gibt also nicht direkt so stark. Er hat ein paar bisschen stärkere Waffe, die so irgendwie 0,5 mehr Crit machen und so, statt dreimal so viel kritischen Schaden, 3,5 so viel kritischen Schaden mit einer Sniper und sowas. Der duckt euch nur die ganze Zeit, ihr Doofköpfe. Ich werde auch wahrscheinlich hier wieder eine Sniper noch zusätzlich mitnehmen, weil ich einfach Schrotflinte und Sniper Nahkampf und Entfernung so ganz perfekt finde für das Spiel. Ja, aber man kann halt, und deswegen, also sobald man 10 Level hat, kann man dann auch in diese Perks gehen. Hier brauche ich ja Power Level 100 erforderlich, was anfangs vielleicht ein bisschen viel klingt. So, jetzt machen wir dieses Event. Wir müssen die Kerle ausschalten, sonst brauchen wir gar nicht erst nach Überlebenden zu suchen. NDE für immer! Ich hoffe, das ist eigentlich ganz gut. Nicht beschweren. Einfach reinhüpfen und alles umballern. Computersysteme hacken. Ach, der ist ja schon tot. Geh zum Thoriumreaktor und ich sehe zu, was ich tun kann. Ach, Ivo kann die hacken. Was kann ich? Ich kann ballern. So, da noch eine Granate rein. Okay, die respawnen eh dauerhaft, deswegen versuche ich jetzt einfach mich dahin zu setzen und. Nein. Doch, ich hab's schon geschafft. Wunderbar. Sollte man sterben? Wir können ja auch den Text lesen. Was hast du mit dem Ding gemacht? Sieht aus, als würde es gleich explodieren. Sollte man sterben? Ich demonstriere es einfach kurz mal, wenn ich mich zwischen diese ganzen Gegner stelle. Wieder geht er weg. Kann man sich einmal selbst wiederbeleben? Das hat aber einen Cooldown. Das geht also nicht die ganze Zeit. Wenn ich jetzt nochmal sterben würde, müsste ich respawnen und es wird mich ein bisschen Geld kosten. Aber ich werde respawnen. Und hey, guck, da ist ein anderer Spieler. Na, willkommen im Let's Play. Kaisi. Auch ein Schrotflintenmensch. Na schön. Bin ich nicht alleine. Müssen, glaube ich, nur warten, bis dieser Ausrufezeichen Geister einmal komplett abgelaufen ist. Sollte recht schnell gehen, sonst wenn man die hier wegballert. Da ist eine Granate. Das Ding geht gleich hoch. Nichts wie weg hier. Piu. Und das war das Ende vom Tutorial. So gesehen vom Tutorial, ganz dicken Anführungsstrichen. Ein Ego-Implantat, oder? Faszinierend. Ich habe das noch nie in Aktion erlebt. Weißt du was? Ich glaube, wir sind ein unschlagbares Team. Mit etwas Hilfe kann man an diesem irren Ort weit kommen. Ich gehe zur Absturzstelle. Die werden Hilfe brauchen. Wir bleiben bestimmt in Kontakt. Archenjäger. Ich glaube, Ego wird mich jetzt gleich zuquasseln, deswegen rede ich gar nicht so viel. Fange jetzt gar nicht an, über irgendwas zu reden, aber ich warte einfach mal gespannt. Nein, nicht mal. Jetzt steht das Power Level zum Beispiel da. Wir sind Power Level 10. Aber eigentlich Ego Level... Nein, Power Level 20 haben wir sogar schon erreicht. Okay, gut. Und Ego Level ist auch noch 20 und wir haben jetzt einen Ego-Punkt zur Verfügung. Meine Systeme haben einen Schwellenwert erreicht, der Verbesserungen verfügbar macht. Du kannst jetzt eine Ego-Einheit erhalten. Dankeschön. So, wir können jetzt hier uns irgendwas raussuchen. Dickhäutig, du nimmst halben Schaden, wenn du ein Schild zusammenbricht. Einen anderen Spieler wieder zu beleben, lädt deine Selbstheilung auf. Also heißt, wenn ich hinfalle, also 15% schneller ist diese Zeit um, dass ich mich wieder selbst wiederbeleben kann. Das Austeilen von Schaden lädt deine Ego-Fähigkeit wieder auf. Ablenkzeit 5 Sekunden. Bei einer Eliminierung durch Explosion lädst du deine Granate wieder auf und lädst einen Teil deines Waffenmagazins nach. Finde ich eigentlich ganz lustig. Bei einem explosiven Abschuss wird es wahrscheinlich, dass dein Gegner Ausrüstung fallen lässt. Im Schild vollständig aufgeladen, bewegst du dich 3 Sekunden lang schneller. Obwohl.
Schneller laufen klingt interessant. Das muss man aber jetzt zusätzlich noch hier unten ausrüsten. Das darf man nicht vergessen. Man kann in jeden Perk reinskillen und man muss sie noch ausrüsten, damit die im... Nicht da, bei L. Dass sie hier aufgezählt sind. Ja, ich wollte nicht draufklicken. Hier werden die aufgezählt. Die restlichen Slots schaltet man mit der Zeit frei. Und da ich noch nichts habe, möchte ich gerade mal schauen in den Shop. Durch das... Ja, ich kann hier 29 Gegenstände abholen. Ho, ho, ho. Paar Sachen. Es gibt erstens so einen Club, da kann man so versteckte Codes einlösen im Internet. Da kriegt man ein paar Sachen. Und durchs Vorbestellen auf Steam hat man einige Sachen bekommen, wie man hier dezent bemerken sollte. Ich habe zum Beispiel jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Fahrzeuge und verschiedene Kleidungen und alles. Deswegen einfach alles doppelt checken und uns über massenweise Zeug freuen. Inventar voll. Ah, Inventarplätze. Okay. Aha, okay, jetzt haben wir mehr Inventarplätze. Und hier nochmal Inventarplätze. Wunderschön. Alles einfach reinwerfen. So. Menü verlassen. Wir sind jetzt nicht unbesiegbar. Wir haben nur ein paar Plus-Boni bekommen. Der Sturmgewehrschaden und sowas. Was man auch kriegt, wenn man eine Waffe eine Weile benutzt. Also wirklich nicht besonders. Zudem haben wir unter L verschiedene Kleidungen bekommen, glaube ich. Es ist effektiver als die Standardausrüstung. Und zudem haben wir diese Kleidung hier. Aber ich werde mit der Sonnenbrille herumlaufen und... Nehmen wir mal so. Dann hier nehmen wir die Ich mag die Phoenix-Sniper gar nicht so sehr. Feuersturmgewehr. Ich glaube, wir werden erstmal das hier nehmen. Statt der Pistole. Das dauert jetzt ein bisschen, bis das alles durchgelaufen ist. Tut mir leid. So, haben wir auf jeden Fall ein Gewehr. Angriffe mit dieser Waffe haben Spezialeffekte. Diese Waffen sind selten und haben hohe Durchschlagkraft. Halte immer nach ihnen Ausschau. Wir haben jetzt hier Feuerschaden mit der Waffe. Und zudem können wir hier noch bei Fahrzeug, haben wir jetzt eine kleine Liste von Fahrzeugen, die wir hier auswählen können. Wir nehmen einfach mal das Lila, den Lila nennen. Kann man sich dann immer mit V rufen. Dürfen wir noch gar nicht, okay. Wahrscheinlich, weil wir storymäßig noch nicht so weit sind. Na egal. Nehmen wir die Quest, das Chaos regiert. Oh. Ich kann... Ach. Na, hupsala. Dann sehen wir uns gleich wieder. Moment. Aha, es funktioniert. Und da ist mein Fahrzeug. Hallo. Geht wieder. Und hier sehen wir mein schönes Fahrzeug. Ich kann euch auch anhupen. Aber gut, das wollten wir gerade gar nicht machen. Wir wollten erstmal die Quest hier annehmen. Und wir laufen auch erstmal zu Fuß, weil es sich eigentlich so gehört. Das erste Fahrzeug kriegt man recht früh im Spiel, nach den ersten paar Quests sogar. Aber dennoch, das Chaos regiert. Navigiere durch das Chaos an der Abschlusszelle der New Freedom und finde Karl von Bach. Na gut, machen wir. Wir müssen herausfinden, ob Herr von Bach überlebt hat. Ich empfange Signale von ein paar E-Werk-Pots. Hoffen wir mal, dass einer von Bach gehört. Na gut, wir können doch mit dem Auto fahren. 80 Meter da. Ach ja, Fahrzeug haben übrigens Nitro. Der E-Werk-Pod ist leer. Ich hoffe, dass derjenige, der darin gesessen hat, noch lebt. Irgendwo. Ich empfange Störsignale. Geh in offenes Gelände, damit ich das Tal scannen kann. War ja nicht am Runterspringen. Wir haben Glück, dass wir noch am Leben sind. Der Absturz ist schrecklich. Oh, ich wollte doch gerade hier rüberspringen. Ich fahre jetzt zurück und dann, ne? Dann springe ich hier drüber, auch wenn mein Ziel rechts von mir ist. Und eine 360-Grad-Drehung. Muss er, da kriegen wir gleich zwei Erfolge, glaube ich. Ja! Oh nein! Der hier hat nicht überlebt. Ich empfange ein erlöschendes Ego-Signal. Das bedeutet, dass er auch ein Archenjäger war. Ich empfange mehrere GPS-Signale der von Bach Industries. Eines davon muss zu ihm gehören. Wir sollten sie schnell überprüfen. Na dann fahren wir doch schnell mal dahin. Diese Emotion finde ich immer toll. Die Expedition ist in ernsthafter Gefahr, wenn wir von Bach nicht finden. Er ist der Einzige, der das Wissen besitzt, um die Geheimnisse des Archenkerns zu entschlüsseln.
Mein DNS-Scan zeigt, dass es nicht von Bach ist, sondern VBI-Mitarbeiterin 130. Das ist nicht gut. Sie war für diese Expedition sehr wichtig. Okay. Bist du von Bach? Oder von Fluss? Hahaha. Das hier ist ein verstorbener von Bach Industries Techniker. Ich befürchte das Schlimmste, nämlich, dass wir alle verloren haben. So, und wer bist du? Scan, scan, scan. Das ist nicht von Bachs Leiche. Es ist eine Tragödie. Es gibt wohl über 300 Tote. Ach, das war keine Leiche, das war eine Tragödie. Okay.